Also ich bin Anke Schierholz, ich bin die Justiziarin, also die Leiterin der Rechtsabteilung bei der VG Bildkunst. Und wir sind in Deutschland die Verwertungsgesellschaft, die für den gesamten Bildbereich tätig ist. Wir vertreten nicht nur bildende Künstlerinnen und Künstler, sondern auch Fotografinnen, Illustratorinnen, Designerinnen und die jeweilige männliche Fassung auch. Und auch den ganzen Filmbereich, also nicht den ganzen Filmbereich, sondern die bildgestaltenden Filmkreativen. Das ist vor allen Dingen Regiekamera, Bühnenbild, Maske und Schnitt nicht zu vergessen. Das heißt, wir sind im Grunde fürs ganze Bild zuständig in Deutschland. Und wenn es jetzt um den Zugang zum digitalen Erbe geht, dann haben wir da natürlich, die Hauptmedien sind Text, Bild, Musik und dann eben als neuere Medien ist die Aufzeichnung der Musik und der Film dazu gekommen. Und da muss man jetzt eben Lösungen finden. Da gibt es einen ganz starken Wunsch der Öffentlichkeit, dass man eben an diese Archivalien nicht nur zugreifen kann, wenn man in die Bibliothek sich selbst bewegt, sondern dass man wirklich übers Internet auch schauen kann, was ist das, kann ich was damit anfangen. Das hängt so ein bisschen davon ab, um was es sich handelt. Also bei einem Buch kann man sich zur allergrößten Not noch vorstellen, dass man das auch mal am Bildschirm liest. Also da gehen Sie ganz anders um mit solchen Sachen. Ich kann mir es schwer vorstellen, ein Buch oder Texte am Bildschirm komplett zu lesen. Ich bin das viel mehr gewöhnt, das haptisch zu machen. Aber wenn Sie zum Beispiel an Bildhauerei oder an Kunst denken, da kann man sich das zwar angucken im Internet, aber es wird nie die persönliche Begegnung ersetzen. Da ist es dann aber durchaus auch sinnvoll, wenn die Sachen aufgezeigt werden, damit ich gucken kann, lohnt sich's denn, dass ich mich dahin begebe und mir die Sachen dann nochmal angucke. Zumal ja gerade Museen einen großen Sammlungsbestand haben, den sie gar nicht ständig ausstellen können. Und da braucht man eben, also die Archive, die Bibliotheken, die Sammlungen, die Museen sind zwar in der Regel Eigentümer der Werke, aber sie haben die Rechte nicht, um die Sammlungsbestände im Internet zugänglich zu machen. Und da braucht es dann eben Lizenzlösungen, die anders laufen müssen als Einzelfalllösungen, damit ich eben als Bibliothek nicht jeden einzelnen Autor aus meinem Bestand anschreiben muss und sagen darf ich, sondern dass ich einen Punkt habe, da gehe ich hin und sage, wir haben das und das vor und das wäre im Textbereich dann eben die VG Wort. Und dann trifft man eine Vereinbarung, zu welchen Konditionen das gemacht werden kann und dann ist das legalisiert und die Autoren sind sicher, dass ihre Rechte auch vertreten werden, was sich dann eben vor allen Dingen in der Vergütung niederschlägt. Die immer so, also von den Verwertungsgesellschaften so bemessen werden muss, dass beide Seiten zufrieden sind. Also sowohl die Institution als auch die einzelnen Mitglieder. Aber das versteht sich eh von selbst. Also Sie haben ja auch den Vortrag von Robert Statz gehört, der die Rolle als Verwertungsgesellschaften ja auch als Monopole beschrieben hat. Das heißt, wir müssen da schon sehr aufpassen, dass wir nicht nur mit unseren Vorstellungen an Lösungen arbeiten, sondern dass wir immer wieder ins Gespräch kommen mit denen, die Rechte nutzen wollen, die wir brauchen. Und dafür sind solche Konferenzen einfach unersetzlich, dass man hört, was ist denn das Bedürfnis überhaupt? Natürlich überlegt man sich was und dann geht man dann dahin, aber wenn man da nicht vorher mit wem drüber gesprochen hat, dann sollte es einem eben nicht passieren, dass man sagt, ja, nett gemeint, aber damit können wir gar nichts anfangen. Sondern das ist wirklich, es ist ein kontinuierliches Gespräch, ein kontinuierlicher Austausch. Sie haben das jetzt auch gerade gemerkt, man kennt sich untereinander. Klar, weil man seit Jahren an den gleichen Problemen rumarbeitet und man löst sie dann eben im Austausch miteinander.